Hallo, ich krieg mal wieder ein bisschen bei den Rillen, ja. Irgendwas gibt's ja immer. Aber ich meine, man muss ja nicht immer über alles meckern, ja. Zum Beispiel über die Bauprojekte in Berlin, die überhaupt nie fertig werden, ja. Nehmen Sie doch mal beispielsweise den Tunnel zur Volksbank in Steglitz, ja. Da kannst du doch wirklich nur hinterher sagen, na bitte, geht doch. Oder die andere Leute, ich sage ja immer, einem Fondue zufolge, haben Wissenschaftler wieder so nachgeforscht und haben gesagt, also 2 Minuten Lachen ist genauso gut wie 20 Minuten Joggen. Na, dann mache ich mir doch eben draus, ja? Da liege ich die nächsten Tage dauernd auf der Parkbank und lach die Jogger jeden Tag 2 Minuten aus. So, aber Spaß beiseite, mal allen Ernstes. Der Trend geht ja immer beim Kraftfahrzeug neuerdings zu dicken, großen Dingern, ja? Größer, breiter, bulliger und so was. Ich mach das genau andersrum. Kick mal, das ist was. Passt auch wie angegossen. Natürlich habe ich erstmal Probesitzen gemacht mit meiner Holde. Also wir sind ganz begeistert von dem kleinen Smarty, ja. Und auch wenn die anderen immer lästern, nee, der kriegt schon Benzin. Der kriegt nicht die Brust. Naja, und für uns beide, also als älteren Ehepaar, reicht doch das völlig, um mal ein bisschen durch die Stadt zu juckeln. Und Parkplätze kriegst du auch überall. Also Herz, was willst du mehr? Der kleine Smart ist nur unser ganzer Stolz. Warum immer große Autos, ja? Große Klappe, na, die habe ich doch morgen wieder. Punkt 12 auf Radio B2, wenn es denn wieder heißt, Nero am Mittag. Na, und bis dahin, ich gehe noch eine Probefahrt machen. Natürlich, Cabrio ist noch keine Zeit, weil das Wetter schlecht ist. Viel zu kalt, ja. Aber ansonsten, macht's gut, Nachbarn. Und raucht nicht im Bette.